Wir haben eine Beschwerde von der FDP bekommen, dass es im kommenden Plenum nur einen einzigen Antrag zur Causa Snowden von uns im Plenum gibt. Also wir sind offenbar faul gewesen. Aber diesen einen Antrag, den möchte ich euch gerne vorstellen. Es geht darum, dass Bündnis 90, die Grünen und die Linken auf Bundesebene ja einen Untersuchungsausschuss fordern, um diese Vorgänge rund um die Spionageaffäre durch westliche Geheimdienste aufzuklären. Die sind jetzt nun zu klein dazu, um diesen Untersuchungsausschuss selbst einzusetzen. Da brauchen sie dann Unterstützung von der sehr großen Koalition. Die haben das mittlerweile auch signalisiert. Aber wir sollten uns auch hier eben auf Landesebene dahinter stellen und sagen, diese Forderung unterstützen wir. Wir finden es gut, dass ein solcher Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Und deswegen kommt eben unser Antrag, um das zu begrüßen. Edward Snowden ist unseres Erachtens nach der Kronzeuge in einem solchen Verfahren. Er muss angehört werden. Er hat schließlich beim NSA über einen Kontraktor, über einen Dienstleister gearbeitet in der Vergangenheit und aus diesem Grunde mit Sicherheit sehr gute Kenntnisse über die Vorgehensweise des NSAs. Und er hat nun die ganzen Dokumente mitgebracht, die wir Tag für Tag lesen dürfen in der Presse. Und deswegen sollte man ihn auf jeden Fall befragen, denn er kann sicherlich zur Erhellung dieser ganzen Affäre beitragen. Und wenn Edward Snowden aussagt vor so einem Untersuchungsausschuss, dann muss er das natürlich frei von Verfolgung oder frei von Angst vor Auslieferung tun müssen. Aus einer solchen Aussage vor einem Untersuchungsausschuss dürfen ihm halt keine Nachteile erwachsen. Ich bin sehr gespannt, was die anderen Fraktionen sich diesmal einfallen lassen, ob sie unserem Antrag ausnahmsweise mal zustimmen oder ob sie sich irgendwas aus den Fingern saugen, um ihn ablehnen zu können. Das wird bestimmt spaßig.